Was ist der Unterschied zwischen Apollo 1.0 und dem OneMate Apollo 2.0? Als allererstes würde ich mich gerne bei Lili M. Davo bedanken. Sie hat mich auf dem 40 Liter Apollo gebracht und hat sich gewünscht, mal von mir entsprechend ein Review zu sehen. Und lass mich deine Idee, dein Wunsch auch gerne wissen, indem du mir entsprechend unten einen Kommentar hinterlässt, damit ich es entsprechend oder den Rucksack entsprechend für dich testen kann. Der Apollo hat 11 neue Features. Ein Feature ist zum Beispiel das Geheimfach. Das befindet sich hier hinten entsprechend hinter dem Trolley-Einstieg, und zwar auf der linken Seite, wenn du hier das öffnest, kannst du entsprechend einen Reißverschluss öffnen und hast dann ein Fach, wo du zum Beispiel deine Reisedokumente, Geldbörse oder Schlüssel verstauen kannst. Also was ich natürlich an dem Apollo noch ein bisschen vermisse, ist das Schlüsselband. Das ist vielleicht das 12. Gimmick-Feature, was als nächstes kommt. Ein weiterer Highlight hier in dem Video ist, OneMate ist auf mich zugekommen nach dem Discovery-Video und heute hier zu Gast ist Nico. Herzlich willkommen, Nico. Er ist auf mich zugekommen, dich hier direkt zu haben. Erzähl doch mal eben kurz, wann wurde eigentlich OneMate als Startup gegründet? Weil seid ihr schon ewig unterwegs? Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Wenn man erstmal so die Rucksäcke beiseite lässt, was man ja jetzt so von deinem Kanal kennt von uns, dann haben wir 2017 gestartet, beziehungsweise der Julian, unser Gründer, noch als One-Man-Show, okay, mit Reisezubehör, also mit Koffergurten, Regenponchos und Moskitonetzen. Und diese Rucksack-Idee reifte erst irgendwie so um 2020 rum, sodass wir dann angefangen haben mit dem Apollo, mit dem Handgepäcksrucksack, den du da eben gerade neben dir stehen hast. Okay. Also das war tatsächlich auch unser allererster Rucksack, der Anfang 2020 dann von uns auf den Markt kam. Und dann weiß ja jeder, was irgendwie so passiert ist. Ja. Dann kam nämlich Corona. Das heißt, Reisen war gar nicht mehr so relevant und ein Reiserucksack plötzlich auch nicht. Also haben wir da irgendwie so das Beste draus gemacht. Und man sieht ja, was draus geworden ist. Wir haben mittlerweile noch 2 weitere Produkte. Das ist auch der Grund, warum der Rucksack dann kleiner geworden ist, weil ihr dann öfters mal in die City gegangen seid und ein Clarity brauchtet. Oder entsprechend, wenn ihr doch mal einen kleinen Kurztrip habt, dann entsprechend den Discovery, wo du ja auf mich aufmerksam geworden bist. Das heißt, ihr seid eigentlich sehr reiseaffin und das war der Grund, warum ihr ja einen sehr coolen Rucksack haben wolltet. Aber ich finde das schon ziemlich charmant, wenn man eigentlich alle Möglichkeiten hat, ne? Einmal als Tasche zu tragen, als Rucksack zu tragen oder auch mit der Fixierung auf dem Trolley. So ist es, ja. Also wenn ihr unten in den Kommentaren auch einfach mal schreibt, was euch vielleicht an dem Produkt gefällt, was der Ruben euch gleich vorstellt, dann schreibt gerne was in die Kommentare, liked das Video und teilt das Video. Ach, modifiziert ihr eigentlich diesen Apollo noch weiterhin? Ist ein guter Punkt. Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen entdecken können und so ein bisschen genauer hinschauen, aber du hast tatsächlich nicht das aktuellste Modell. Ah, okay. Man sieht es am Schuhfach, das fehlt bei dir unten. Das? Okay, so, Entschuldigung die Unterbrechung, aber es wird noch wesentlich interessanter in diesem Interview. Das kannst du hier entsprechend oben über diese Kachel dir direkt angucken oder scroll hinterher zurück. Sprechen nochmal auf das Interview, damit du OneMate noch intensiver für dich kennenlernen kannst. Fangen wir an, wo der eigentliche erste Unterschied von den Apollos ist. Sie haben das gleiche Packvolumen. Er sieht natürlich ein bisschen leicht anders geschnitten aus. Das ist einfach dem geschuldet, dass hier auch die Reißverschlüsse, die kunststoffbeschichtet sind, entsprechend ein wenig steifer sind. Manko ist natürlich daran, die schließen ein bisschen schwerer, aber
Ich bin gespannt, was der Wasserdichtigkeitstest mit sich bringt. Du hast natürlich hier vorne entsprechend ein Direktzugriffsfach. Das Zugriffsfach ist identisch bei beiden und auch dort haben sie einen beschichteten Reißverschluss verwendet am Boden. Das siehst du hier. Entsprechend ein Schuhfach in dem neuen Modell, in dem alten Modell noch nicht. Das heißt, hier hast du verarbeitet entsprechend einen Sack und der ist auch ein wenig größer geworden als beim Discovery. Das heißt, hier kannst du sehr schön ein paar Schuhe einstellen. Ah, ich habe gar keine da. Dann nehmen wir doch mal eben meine Turnschuhe, die dort sehr gut reinpassen. Auch Dreckswäsche ist diesbezüglich möglich. Den Griff, der ist bei dem Apollo 2.0 etwas breiter, damit der nicht ganz so einschneidet. Der ist natürlich hier beim Apollo 1.0 etwas schmaler und dementsprechend einschneidender. Aber vorerst noch, ich möchte mich schon mal jetzt vorab für deine Kommentare, für deine Produktideen bedanken. Und dafür werde ich dir entsprechend für deine Kommentare ein Set vom Apollo mit dem Clarity zusammen verlosen. Also hinterlasse mir einen Kommentar. Vergesse bitte nicht, das Video zu liken, damit das auch andere Personen sehen können. Und dann mit deinem Kommentar, natürlich auch wenn du den Kanal abonniert hast, wirst du an der Verlosung teilnehmen. Tipp mit dem Abo ist, abonnierst du nicht, kriegst du nicht mit, falls du gewonnen hast. Also das ist ein kleiner Tipp am Rande. Du hast hier entsprechend ein Trolleyfach. Das Trolleyfach oder das ist eine Trolleylasche. Dementsprechend kannst du die seitlich zumachen. Ob das wahrhaftig ein regenfester Reißverschluss sein muss, das ist dahingestellt. Beim Apollo 1.0 hast du diese entsprechend auch. Die Schulterriemen schön zu verstauen und das finde ich eine schöne galante Geschichte. Denn dann hast du auch die Möglichkeit, ihn sehr gut als Tasche zu benutzen. Du kannst auch die Beckengurte wegpacken. Das heißt, es steht dir nichts im Weg und dementsprechend kannst du ihn dann ordentlich tragen. Beim Apollo 1.0 und auch beim 2.0 entsprechend schöne Seitenwangen, wo du Sachen reinpacken kannst. Jetzt war ein Kundenwunsch, der wollte mal wissen, was passt denn da überhaupt alles rein? Ich habe hier von Jamie Jacobs ein schönes, cooles Portemonnaie. Und zwar ja, mit einem Zauberfach. Du hast ein Kleingeldfach. Und das ist zu groß. Na, dann kriegst du den Reißverschluss nicht ordentlich zu. Das ist eine Fudelei, beziehungsweise, guck mal, zukriegen tust du es schon. Aber es ist dafür gerade so am Limit. Du hast aber auch die Möglichkeit, hier ein kleines iPhone reinzustecken. Das geht noch. Ein großes iPhone 10 ist höchstwahrscheinlich schon wieder ein Problem. Geht nicht ganz so einfach. Problem ist auch, dass der Reißverschluss nicht bis in die Ecke läuft, sondern hier vorne schon aufhört, würde er weiterlaufen, hättest du natürlich eine größere Möglichkeit, ordentlich zu packen. Vielleicht könnte man ihn auch umlaufen lassen, wer weiß, dann ging es. Du kannst natürlich auch sowas wie kleine Marker, kleine Stifte, Eyeliner, was weiß ich, was man alles braucht. Zum Beispiel eine Checkkarte haben oder so, die passt natürlich hier wunderbar rein, ne? Du siehst das. Was ich sehr schön an dem Apollo bzw. an den OneMates generell finde, ist, sie haben einen magnetischen Brustgurt. Der findet sich selber. Der ist
höhenverstellbar und du hast recht große Laschen hier. Weißt du, wofür diese Laschen sind? Diese Laschen? Ganz einfach. Als Brillenträger für deine Sonnenbrille, für deine Lesebrille sind diese Laschen entsprechend etwas größer geworden, beziehungsweise sind nicht größer geworden, sind einfach dazu erfunden worden, weil hier siehst du, bestehen noch gar keine Laschen. So, ich zeige dir mal jetzt eben noch kurz, wie der Rucksack getragen aussieht. Hier vorne die Brustgurte dann zumachen. Über den Magneten und entsprechend den Beckengurt. Der Beckengurt ist nicht abnehmbar, aber wie du siehst, ist natürlich, sind diese 40 Liter sehr schön verteilt und er ist sehr bequem zu tragen. Es ist natürlich, wenn du sehr viel rein steckst, wird es natürlich auch schwer für den Rücken. Hat dir das Video vom OneMate Apollo gefallen und weitergeholfen, dann hinterlasse mir auf jeden Fall ein Like. Dein Like brauche ich, damit dieses Video mehr Menschen sehen als vielleicht normal. Und hinterlasse mir bitte auch einen Kommentar von dir, eine Idee, was du gerne als nächstes Video von mir sehen möchtest. Denn du hast mittlerweile mitgekriegt, das ist ein Kanal, wo wir interagieren und wo man nicht nur einfach zuschaut. Also bitte kommentiere und dann hast du an der anderen Seite entsprechend ein Wasserflaschenfach. Hast du einen Platzregen, würde ich dir empfehlen, dieses Flaschenfach aufzumachen, damit du kein Stauwasser produzierst. Und wie du siehst, hält es eigentlich ziemlich gut. Du hast vorne am Frontfach eine etwas andere Ordnung und entsprechend ein Meshmaterial, eine Crosstasche, wo du viele Sachen reinstecken kannst, wie Kleinteile, wie Kabel etc. pp. Das hast du hier in dem Sinne nicht. Das hat mich ursprünglich auch mal gestört. Du hast hier zwar zwei Stiftefächer, aber das kann dir rausfallen. Denn du siehst diese Stiftefächer hier auf der anderen Seite jetzt im Deckel. Und die sind nochmal mit einem Gummi versehen, damit das einfacher in Position gehalten wird. Du hast dann hier bei dem Apollo 2.0 noch drei Einschubfächer. Zusätzlich noch ein weiteres Fach hier unten, auch für Kleinteile. Das heißt, du hast in dem Frontfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kleine Einschubfächer mit Reißverschluss und zwei Stiftehalter. Der Rucksack ist abschließbar und das ist auch neu, denn du siehst hier vorne hast du eine Öse und da kannst du ein Schloss benutzen. Du hast dann entsprechend das riesen Laptopfach. In dieses Laptopfach passt ein, frag mich nicht, wie groß das Laptop sein kann. Aber mein 15 Zoll Laptop geht unter, wie du siehst. Das ist verdammt groß. Willst du das genaue Maß wissen, dann geh bitte unten über den Link auf die Webseite. Da habe ich dir den kompletten Apollo einmal ausgemessen. Neben Laptoptasche hast du hier noch ein Tabletfach oder ein Dokumentenfach. Und die Laptoptasche ist entkoppelt. Also die hört ungefähr, ganz wichtig, 4 cm über dem Boden auf. Das heißt, wenn du ihn mal abstellst, ein wenig härter auf den Boden, dann ist er auch nicht direkt in Bodenkontakt. Du kannst ihn entsprechend packen und erweitern. Erweitern zeige ich dir gleich, wie das geht. Und hier siehst du natürlich den Beutel von dem Schuhfach. Das Frischwäschefach kannst du separat abtrennen. Du hast hier ein Nassfach, was entsprechend schön abgeschirmt ist, damit du deine Unterwäsche oder dein nasses Handtuch drin hast. Du hast hier noch ein weiteres Fach für Kleinteile und noch ein Meshmaterial. Ich würde dir empfehlen, den Rucksack definitiv mit
Packing Cubes zu packen, weil das macht das Packen wesentlich effizienter und du verringerst das Packmaß. Just zu dem Zeitpunkt, als ich die Rucksäcke bekommen habe, gab es diese Packing Cubes noch nicht. Die gibt es jetzt auch direkt für die Größe auf den Apollo zugeschnitten von OneMate. Solltest du dir auch mal angucken. Und ich wollte jetzt mal eben noch zeigen, was du alles reinpacken kannst und dass du sogar das Volumen erweitern kannst. Und ich hatte den Reißverschluss nicht gesehen. Das ist ein umlaufender Reißverschluss. Und du siehst jetzt hier, wie beim Apollo 1.0 schon, kannst du auch den 2.0 entsprechend um ein paar Liter erweitern. Wie viel, siehst du halt unten über den entsprechenden Link. Möchtest du den Apollo dir gerne kaufen? Tu mir einen Gefallen, kauf über den Link in dem Video. Es kostet dich keinen Cent mehr, aber ich krieg wenigstens ein paar Cent für dieses Video, für diese Arbeit, die ich hier geleistet habe und dich beraten habe. Und jetzt zeige ich dir erstmal, was du alles da reinpacken kannst. Dass ich den Apollo entsprechend nicht erweitert habe, das war nicht notwendig. Aber wie packst du den Apollo richtig, das wirst du jetzt erfahren. Was sehr schön ist, ist, du kannst ihn entsprechend auf die Seite machen. Ich habe hier entsprechend eine Schutzhülle, entweder für den Rucksack oder du kannst auch gut es als Dreckwäschentasche benutzen. Schöner ist, wenn du entsprechende Packing Cubes benutzt, denn dann hast du neben deinem Suitcase entsprechend alles dabei. Also ich habe hier, wie du siehst, direkt T-Shirts, Longsleeves. Damit du nicht gelangweilt wirst, schaue hier oben in den Reiter das Video weiter. Dort zeige ich dir, wie du den OneMate Apollo ordentlich packst und auch deine Wäsche knitterfrei bekommst. Das war mein Trip nach Paris. Sehr interessant. 5 Tage konnte ich damit sehr gut reisen. Was ich dir noch vorstellen wollte, ist der Rücken. Der Rücken ist mit entsprechendem atmungsaktiven Material ausgestattet. Das heißt, er ist nicht ergonomisch geformt, das ist vollkommen klar. Und er hat auch keinen steifen Rücken, was ich manchmal ein bisschen vermisse, weil er verliert natürlich, je nachdem, was du gepackt hast, ein bisschen die Form. Aber beim Tragen schwitzt du entsprechend halt nicht. Du hast Schulterriemen, die sind leicht ergonomisch geformt, wie du siehst, und sind sehr bequem zu tragen, weil sie recht breit sind. Du hast entsprechend 2 Griffe. Du hast einmal einen Griff oben zum Aufhängen und du hast entsprechend den seitlichen Griff. Dementsprechend hast du eine 2-in-1 Tasche. Und jetzt schauen wir uns mal den Wassertest an. Jetzt treffen wir wieder Luigi an und er wird jetzt 1 Minute geduscht. Ich bin mal gespannt, was der Apollo sagt. Natürlich, hier muss man direkt sagen, müssen wir einmal aufmachen, damit kein Druckwasser entsteht. Die Reißverschlüsse habe ich runtergenommen und 1 Minute sind um. Was mir direkt aufgefallen ist, was vielleicht nicht ganz so günstig ist, ist natürlich, dass die Erweiterung, der Reißverschluss nach oben offen steht. Wenn man den Reißverschluss umdrehen würde und die Öffnung nach unten stehen würde, wäre es vielleicht wesentlich günstiger, was im Endeffekt die Wasserdichtigkeit angeht. So, fangen wir an mit dem Schnellzugrifffach. Ein wasserdichter Reißverschluss, haben wir ja schon besprochen, und es sieht trocken aus. Na, da lief ein bisschen Rinnsal. Nein, er ist nicht trocken. Es scheint irgendwo reingelaufen zu sein. Und zwar, es sieht so aus, als wäre es an der Naht gewesen. Ein wenig Wasser drin.
Na, hier. Dann schauen wir uns das Laptopfach an. Auch hier sehen wir, tropft es hinein. Die Naht ist komplett nass, also wird höchstwahrscheinlich das genau an den Stitchings reinkommen. Und das war das Tablet. Im Tabletfach hat nicht so gut abgeschnitten, es läuft irgendwie da runter. Das eigentliche Fach unten ist auch ein bisschen Wasser drin und jetzt gucken wir mal, was das Laptopfach angeht. Das Laptopfach ist Bombe. Das Laptopfach bleibt trocken. Das Frontfach an und auch hier ist innen drin die Naht recht nass. Und wir haben hier leichte Wasserspuren. In den Monsun würde ich nicht gehen wollen. Dann gucken wir mal, was das Hauptfach angeht. Dort habe ich entsprechend einen Packing Cube eingebaut. Wir sehen hier auch schon ein paar Tropfen. Paradoxerweise ist innen drin das Nassfach ist feucht. Wo auch immer das reinkommt. Und in dem eigentlichen Wäschefach habe ich einen Polycube reingesteckt. Und der ist auch, naja, fast trocken. Da haben wir ein paar Tropfen, wie ihr seht. Das Fach an sich, siehst du hier, ist ein bisschen feucht. Auch ein bisschen klamm. Also es lag auf jeden Fall nicht daran, dass es auf dem Boden lag. So, jetzt machen wir den eben noch mal kurz ab und schauen mal, inwiefern er trocken ist im Schuhfach. Auch im Schuhfach, obwohl das einfach unten drunter liegt, siehst du, dass es recht feucht ist. Und auch dort hast du schon leichte, feuchte Spuren hinterlassen. Also leider Gottes ist der Apollo zum Tauchen nicht geeignet. Also ganz klar, es ist natürlich auch kein so ein Regenwetter, wie es hier unter der Regendusche ist. Das ist nicht ein cooler Wassertest. Also ich liebe den Wassertest. Ich habe es mir jetzt mal erspart, den Apollo 1.0 im Wassertest zu testen. Mir war wichtig, jetzt mal zu gucken, wie der 2.0 Apollo abschneidet. Und ganz klar, dieser Schauer, den wir in der Regendusche erzeugen, ist ein Monsun und nicht normal. Also normalen Sprühregen wird er abkönnen und es hilft uns auf jeden Fall, dass wir wissen, wie wir mit dem Rucksack umgehen. Hat dir das Video geholfen? Gib mir einen Daumen hoch und kommentiere bitte das Video. Ich wünsche dir viel Glück bei der Verlosung, wenn du daran teilnimmst. Und jetzt würde ich dir dieses Video hier empfehlen, denn da zeige ich dir alle drei Modelle von OneMade. Oder du gehst hier oben hin und da zeige ich dir dann noch einen weiteren Beitrag. Bis dann, dein Ruben.